Gut, dann herzlich willkommen vor unserem Spiel morgen gegen den FC Homburg um 14 Uhr in Völklingen, beziehungsweise besser gesagt um 14.03 Uhr bei der Anpfiffzeit aufgrund der Live-Übertragung beim SR. Es ist als Rotspiel eingeordnet, von daher sollten wir von intensiven Einlasskontrollen ausgehen. Von daher ist die frühe Anreise empfohlen, unter anderem auch deswegen, weil, wie schon mal bekannt gegeben worden, die Ausfahrt völlig gesperrt ist, sodass man spätestens den klaren Teil von der Autobahn runtergehen muss. Daher ist sicherlich mit Verkehrsbehinderung zu rechnen. Und ansonsten, worüber auch schon mal berichtet worden ist, ist, dass im Bereich des Vorplatzes morgen eine Drohne zum Einsatz kommt, von der sich niemand provozieren soll, sondern dass die rein zur Aufklärung dienen soll. Okay, dann können wir zum Sportlichen kommen. Morgen ein Derby, das aus der Vergangenheit bekannt ist, dass das interessant ist oder interessant im Vorfeld darüber diskutiert wird. Wie ist die Situation für morgen? Ja, ähnlich, glaube ich, wie in den vergangenen Spielen gegen Homburg auch. Es waren immer in der Regel emotionale Spiele, die natürlich auch aufgrund dieser Rivalität eine gewisse Brisanz immer hatten. Das hat sich auch in diesem Jahr, wird sich das nicht ändern. Ob im Pokal oder in den Meisterschaftsspielen ging es immer heiß her. Es waren immer enge Spiele, wo Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht haben. Und ich denke, dass uns morgen gleiches wieder erwarten wird. Okay, danke dir. Bitte, du warst auch schon zweimal dabei, einmal in Homburg, einmal beim Pokalspiel. Wie schätzt du die Situation für morgen? Ja, also ich denke, dass es wahrscheinlich ein enges Spiel werden wird. Und ja, wir werden alles daran setzen, das zu gewinnen. Okay, danke. Eure Fragen bitte. Dirk, beide Mannschaften oder Vereine nutzen ja immer die Gelegenheit, die Heimspiele des anderen zu besuchen, um auch andere Gegner zu sehen. Aber ich glaube, oder ihr wart auch ein halbes Dutzend Mal in Homburg. Du gegen Heiko Wilhelm sind ständig bei uns. Gibt es überhaupt für irgendeine der beiden Seiten eine Möglichkeit, den Gegner noch zu überraschen? Oder ist es so, dass die Karten wirklich auf dem Tisch liegen und die Tagesform entscheidet? Ich glaube schon, dass gerade wir in dieser Nachbarschaft unsere beiden Mannschaften oder die gegnerischen Mannschaften sehr gut kennen. Also ich glaube, da kannst du vielleicht im Vorfeld mal für eine Überraschung sorgen in der Aufstellung. Das ist das O, den hätte ich jetzt vielleicht so nicht erwartet. Aber grundsätzlich hast du dann aufgrund der Situation, dass er noch lange Zeit ist nach der Aufstellung, bis bevor es dann richtig losgeht auf dem Platz, dass man da immer ganz schnell auch reagiert und auch dann weiß, wie der Gegner dann agiert. Also ich denke, dass es da nicht große Überraschungen geben wird und man auch den anderen nicht überraschen kann. Und von daher, glaube ich, wird das ausbleiben auch. Homburg hat in der Liga die meisten Tore nach Außenstandards gemacht, Kopfball mit Mekar, Dulik. Spielt das in der Spielvorbereitung eine Rolle? Ja, es spielt in dem Maße eine Rolle, dass wir definitiv auch nochmal Defensivstandards jetzt heute mit reinpacken werden, dass wir natürlich ein hohes Bewusstsein dagegen haben müssen. Wenn du alleine jetzt mal die Rückrunde siehst, seit der Winterpause, ich glaube, wir haben 11 Tore davon, 7 aus Standards, da waren 12 Meter dabei. Aber Eckbälle, Einwürfe selbst, wo sie Profit rausgeschlagen haben, dementsprechend ist das natürlich eine Waffe, die sie haben und wo wir höllisch aufpassen müssen. Aber im Idealfall zumindest mal dumme Fouls oder unnötige Ecken einfach vermeiden. Das wird schon eine Aufgabe sein, die wir morgen bewältigen sollten. Jetzt wurde ja während der Woche der Vertrag für Kiel Gomez zurückgezogen. Hat das eine Auswirkung auf die Aufstellung morgen? Ich meine, die Begründung war ja doch recht speziell. Ja. Also, dass man ihm quasi nahelegt, dass er nicht mehr so ganz bei der Sache ist. Das müsste ja dann auch in der Mannschaft eine Rolle spielen, oder? Dirk? Also für mich spielt es überhaupt keine Rolle, weil ich glaube, der Verein hat sich jetzt positioniert. KG lag das Angebot schon lange vor und irgendwann bist du natürlich als Verein auch meine Situation, dass du dich anderweitig auch umgucken musst. Und es hat aber trotzdem jetzt, ist es ja nicht so, dass die Tür zu ist. Also KG kann jetzt immer noch kommen und sagen, ich habe mich jetzt entschieden, habe nochmal darüber nachgedacht und würde gerne diesen Weg, den wir ja eingeschlagen haben, weitergehen und mit Saarbrücken in die dritte Liga aufsteigen. Ich weiß nicht, welche Ziele er hat oder welche Ambitionen ihn dazu geführt haben, einfach jetzt noch zu warten so lange.
Das kann ich nicht sagen, aber für mich als Trainer spielt es überhaupt keine Rolle, weil er auch nach wie vor sehr gute Leistungen für uns bringt und da bin ich sehr zuversichtlich, dass er das auch morgen wieder schaffen wird. Okay. Gegenfrage, was war speziell an der Prüfung? Dass er nicht mehr bei der Sache wäre, so hatte ich das gelesen. Also, um das mal nochmal zu sagen, es ist hier nichts Verwerfliches passiert, das habe ich auch erwähnt gehabt, dass man, es gibt jetzt keine Gründe, warum man jetzt einen Marco Kiel Gomez nachher anfeinden muss oder was, da ist nichts vorgefallen. Aber ich denke, wenn Sie Ihrer Frau einen Heiratsantrag machen und überlegt, 6 Wochen, kommt vielleicht irgendwann mal das Gefühl auf, vielleicht will sie nicht unbedingt. Und dann ist es vielleicht auch manchmal besser, dass man das dann auch wieder zurückzieht und wartet, ob noch ein Zeitpunkt kommt oder ob keiner mehr kommt. Und genauso war es in dem Fall auch. Und ich glaube, an unserer sportlichen Situation oder an der Liga-Zugehörigkeit nächstes Jahr, also wir an unserem Angebot, das war kommuniziert, wird sich nichts mehr ändern. Und von daher kann man auch erwarten, dass irgendwann eine Entscheidung getroffen wird. Und wenn sie nicht getroffen wird, dann muss man irgendwann weiter gucken. Das ist auch nicht die zeitliche Komponente gewesen, was wir sagen müssen. Wenn er das heute nicht verlängert, wissen wir nicht, was man nächstes Jahr machen soll. Sondern es geht einfach einzig und allein darum, dass ein Spieler davon überzeugt sein muss, hier zu bleiben und den Weg hier weiter mitzugehen. Dauer kommt das Gefühl eben auf, dass das dann vielleicht nicht mehr ist für die nächste Saison. Das betrifft aber nicht die laufende Saison. Hat Dümmer. Er spricht ja vermutlich auch mal, man begegnet sich ja hier oben. Hat er gesagt, dass er noch Zeit braucht? Hat er gesagt, dass er was anderes machen will? Hat er gesagt, dass er, ja, wie positioniert er sich? Und da sagt er gar nichts zu dem Thema. Ja, das sind jetzt auch Dinge, die in gewisser Weise intern sind, aber das Angebot lag vor, wie ich es jetzt schon öfter gesagt habe. Es gab in der Form keine Rückmeldung für einen klaren Ja oder einen klaren Nein. Und waren auch immer ein paar Termine dabei gewesen, zu denen man sich verabredet hatte, wo dann auch keine Rückmeldung kam. Wie gesagt, auch das ist nichts Verwerfliches, das ist in dem Geschäft auch normal, dass man auch mal einen Termin verstreichen lässt. Und deshalb sind wir irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns jetzt da in dieser Sache irgendwann mal Stellung beziehen müssen. Und dass man auch als Verein irgendwann Position dazu beziehen muss und auch nicht nur eben, sondern auch allgemein auch nach außen zeigen muss, dass man mit dem FC Saarbrücken auch nicht alles machen kann. Markus, wie viele Karten hast du nach Homburg geschickt und wie viele sind zurückgekommen? Das weiß ich nicht. Also wir rechnen mit ca. 3.500 Zuschauern. Danke. Kili, lass uns mal auf das Spiel morgen vielleicht mal kurz eingehen. Was ist denn morgen an dem Spiel anders als in den Spielen in den letzten, also in den letzten 3 Spielen, Offenbach, Völklingen und Worms, wo, ja, das ist der Zeit vielleicht doch nicht so lief, wie das jetzt vorgestellt wird? Also ich denke nicht, dass da so viel anders ist. Wir wollen wieder gewinnen, so wie auch die letzten 3 Spiele davor. Und das ist auch letztendlich egal, ob das der letzte ist, der vorletzte oder ein Derby. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und da ist für mich nicht so viel Unterschied dabei. Markus, wie ist denn die Vorgehensweise in Sachen Zusammenarbeit, weiter Trainerteam, Sportdirektor und so weiter? Das ist, wenn ihr seht, ist ein Team Dritter geworden, dann Erster, jetzt dieses Jahr wahrscheinlich Zweiter oder Dritter. Wann wollt ihr euch denn positionieren, auch auf Grundlage dieser Fakten? Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Thema kommt. Dann habe ich mal die Berichterstattung von der Woche mal mitgebracht. So, ich glaube, man muss mal grundsätzlich mal überlegen, ob die Diskussion von uns angefangen wird oder ob das einfach versucht wird, die Diskussion ständig am Leben zu halten. So, es ist diese Woche geschrieben worden, am Mittwoch kam der erste Bild-Zeitungsartikel, jetzt geht es um die Zukunft Lottners. So, es gab ein Zitat von Dieter Ferner, das ist schon jetzt bald 3 Wochen alt. Das hat jetzt bis nach dem Unschieben von Offenbach und gegen Worms kein Mensch interessiert. So, das kam jetzt diese Woche vor, ist herausgeholt worden. Dann gibt es ein Zitat von mir in der Bild-Zeitung. Natürlich spielt Mannheim eine überragende Runde und steigt zu Recht auf. Aber mit einem solchen Rückstand kann ich mich persönlich nur sehr schwer abfinden. So. Dieses Zitat ist aus dem Forum-Magazin von letzter Woche. An dieses Zitat ist angehängt worden, aktuell will ich das Fass mit der Trainerdiskussion nicht aufmachen. Nachdem ich mehrmals gefragt worden ist, was passiert mit dem Trainer, wenn wir gegen Homburg und Elversberg auch verlieren. So. Daraufhin habe ich den Satz gesagt. So, habe auch gesagt,
dass ich den Kindergarten, den wir im Herbst schon mal hatten, nicht nochmal mitmache, indem Zitate in dem Kontext gesetzt werden, wie man es gerade in Artikel schreiben will. So, ich glaube, daran ist von meiner Seite jetzt im Moment noch keine Trainerdiskussion aufgemacht worden. So, dann stand gestern in der Saarbrücker Zeitung ein Zitat zurück an unsere Rückendeckung, damit wir die Saison so erfolgreich wie möglich abschließen. Alles andere ist jetzt kein Thema. Ja. Auch jetzt nichts Dramatisches, nee, das ne? Versteht, das geht doch gar nicht mehr. Okay, heute, Freitag, jetzt schlägt Lottner zurück. Dann steht in einem Satz, jetzt haben die FCS-Bosse erkannt, unnötig Öl ins Feuer gegossen zu haben. Mit den eben genannten Zitaten weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo das Öl im Feuer ist, oder? Ja, ich kann ja. das so, verstehen, dass wir das. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. So, ich habe weder Dienstag noch Mittwoch gewesen. Weder Dienstag noch Mittwoch irgendwas anderes gesagt. Ja. So, nur ist halt der eine Teil da geschrieben worden und der andere Teil ist an einem anderen Tag geschrieben worden. So. Und jetzt gestern schaue ich die Pressekonferenz FC Homburg an. Frank, Herr Kuhn, geht's die Hälfte der Pressekonferenz um den ersten FC Saarbrücken. Trainerdiskussion, erster FC Saarbrücken, bis Jürgen Luginger mal sagt und euch darauf hinweist, dass es eigentlich die Pressekonferenz des FC Homburg ist. Richtig, oder? Nein. Doch. Nein. So, und jetzt ist dann mal die Frage, ist das vielleicht auch gewollt, dass das immer wieder bleibt, damit man nächste Woche wieder was zu schreiben hat? Oder ist jetzt die Diskussion von uns gestartet worden? Oder ist das vielleicht einfach, dass der eine auf den Artikel von dem anderen jedes Mal reagiert? Nein, das war nicht meine Frage. Ich verstehe, dass du das Forum nutzt, um mal klarzustellen, wie du das siehst. Das finde ich vollkommen okay. Aber meine Frage war ja, gibt es in irgendeiner Form eine Stoßrichtung, wann man sich zusammensetzt? Ich habe gerade gesagt, dass das aktuelle kein Thema ist. Aber auch noch bitte aufsehen, auch auf der Grundlage der Erfolge, die ihr zusammen gefeiert habt. Ne? Ja. Ich habe doch gesagt, dass das im Moment kein Thema ist, oder? So, wir haben hier immer die Diskussion, als ob wir alle 4 Wochen einen Trainer entlassen würden. So, unser Trainer ist seit 3 Jahren jetzt hier. So, sag mir mal, nimmst du mal die ersten 12 Mannschaften aus der Regionalliga Südwest, mal die U23-Mannschaften ausgenommen. Wie viele Mannschaften haben da den Trainer nicht gewechselt in den 3 Jahren? Na gut. Eine, und zwar der FC Saarbrücken. Wir haben Waldhof Mannheim in dem Zeitraum 2-mal gewechselt, Homburg 1-mal gewechselt, Offenbach 1-mal gewechselt, Ulm 2-mal gewechselt, Steinbach gewechselt, Elversberg 2-mal gewechselt. Da ist das anscheinend auch ganz normal. Dann wird das zur Kenntnis genommen, FSV Frankfurt sind 2-mal gewechselt. Und jetzt ist dann die Frage, ob wir hier überhaupt im Umfeld von Ruhe haben wollen oder ob wir das immer am Köcheln lassen. Das ist gar nicht die Frage, die den Markus Kich gestellt hat. Ja, er hat doch Vertrag und wir sagen, es ist im Moment kein Thema. Wo ist jetzt die Diskussion? Wenn deine Antwort ist, dass es im Moment kein Thema für uns akzeptiert. Ja, aber das habe ich doch diese Woche schon 3-mal gesagt. Mir nicht, also. Dass man zu einem FC Homburg fährt und dort eine Frage zum Gegner stellt und wie man eine Trainerdiskussion, die Jürgen Luginger auch schon mal erlebt hat, dort stellt, ist vollkommen legitim. Auch hier werden der Glottner Fragen zum Gegner gestellt, zum Beispiel wie Standards, wie wichtig das ist und so weiter und so fort. Also das ist ja, auch die Antwort von Jürgen ist ja verständlich vielleicht, aber dass man Fragen zum Gegner stellt, ist völlig normal. Zum Gegner? Kommt ja auch sportlich. Gut, dann. Ich bin ja noch bei, ja, ein paar sportliche Fragen stellen, wie das jetzt mal aufs Umfeld. Ja, aber das war doch gestern die Frage gewesen. Also ich bin der Meinung, dass das Thema ist, wenn schon so eine Pressekonferenz gehört, das hat man anders. Das ist keine sportliche Frage gewesen. Ja. Okay, gut, Jürgen, tut mir leid, dass ich das letzte Wort genommen habe für heute. Nee, das hat man auch nicht. Ich habe mit dem Blick dann ein Wort abgeschnitten, aber das war nicht. Das war halt.